Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, erzählen, welche denn? Welches Weltbild haben Sie? Welche Ideologie verfolgen diese Leute? Ja, also Co-Pilot hat von sich selber gesagt, er sei in der Antifa aktiv gewesen, also dieser Gerhard Sattler, und hätte da also in dem Bereich Osnabrück da verhindert, dass irgendwie die NPD irgend so ein Haus kaufen kann in der Gemeinde. Das wäre ja erstmal eine positive Eigenschaft, ja, aber das ist halt nicht das ganze Bild, ja. Und es wäre auch nur dann positiv, wenn er sich an demokratische Gepflogenheiten gehalten hätte. Da habe ich so meine Zweifel dran. Gerade wenn ich so das heutige Bild der Antifa sehe, dann gruselt es mir, ja. Das ist hat wenig mit Gewaltfreiheit zu tun, was die da machen. Und das andere ist aber, seltsamerweise sind dann gerade diese Leute diejenigen, die halt immer transatlantische Narrative nach vorne treiben. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein Angriffskrieg stattfindet, dann sagen die USA ja gerne, das ist gar kein Angriffskrieg, das ist ein Interventionskrieg oder eine militärische Intervention, ja. Und genauso wird es dann auch in die Wikipedia eingetragen. Und genauso erfahren wir das dann auch von diesen Leuten. Das heißt also, diese typischen Wikipedianer, die sich als links oder linksradikal selbst einordnen, transportieren dann die Narrative, die wir von den Neocons aus den USA kennen. Also rechtsradikale, Rechtsextremisten, muss man ja sagen, weil die mit der Waffe in der Hand unterwegs sind, aus den USA. Das sind die Narrative, die dann hier in die Wikipedia eingetragen werden von Leuten, die von sich selber behaupten, sie wären links. Also der Verfassungsschutz, und wir haben ja mehrere Verfassungsschütze auf die Länder verteilt, da gibt es genügend Artikel dazu. Da kann man sehen, dass also die Länderverfassungsschutze diese Antifa-Bewegung, die neuerliche, eben nicht mehr als klassische Antifa einordnen, sondern als Antideutsche. Und Antideutsch deswegen, weil das auch Leute sind, die auch durch das, was sie sagen, also gegen diesen Staat gerichtet sind. Ja, das heißt also, sie wollen den Staat, so wie er ist, vernichten. Und das sind genau diejenigen, die halt. Ja, aber nur gegen diesen Staat. Also, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen für alle, die die Antideutschen nicht kennen. In den 90er Jahren, also bis in die 90er Jahre, waren Antifas eigentlich grundsätzlich antiimperialistisch eingestellt. Also Genau. gegen jeden Staat und vor allem gegen imperialistisch agierende Staaten. Und in den 90er Jahren mit der Wiedervereinigung gab es dann so einige Schreiberlinge in einigen Redaktionen, beispielsweise in der Bahamas. Also kennt jetzt keiner diese Zeitschriften, beispielsweise in der Bahamas. Und die waren dann der Meinung, dass der deutsche Imperialismus nur durch die Wiedervereinigung das Gefährlichste überhaupt sei und dass man den deutschen Imperialismus irgendwie unter Kontrolle halten müsse, beispielsweise dadurch, dass man die USA unterstützt, denn die seien ja der Hegemon und würden dafür sorgen, dass Deutschland nicht mehr eigenständig handeln könnte. Also sei alles, was die USA tun und alles, was die deutsche Außenpolitik irgendwie beschränke, grundsätzlich zu unterstützen. Also sehr verquere Gedankengänge, aber Also so das mit wird dem das alles Hege, ideologisch begründet und so, ja. das mit dem Hegemon haben sie ja gut erkannt, ne? Also das ist ja nicht schlecht. Aber die Argumentation ist schon ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge, ne? Also das ist also, da muss man schon erstmal drauf kommen auf die Nummer. Ja, also das ist, genau das ist es. Weil die so schräg drauf sind, haben wir wir haben sie Transatlantifa genannt, weil das einfach so ein schöner, griffiger Begriff ist. Und man merkt, also das hat mit Antifa nicht viel zu tun. Also inzwischen gehen ja einige Leute so weit, dass sie sagen, diese Antifa, die agiert wie diese SA während der Weimarer Republik, ne? Also als Schlägertruppe quasi. Und das ist auch so. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal die Partei Die Basis angucken oder andere Parteien, da war in Berlin, wollte sich da, glaube ich, in so einer Kneipe, Scotch und Sofa oder wie die hieß, wollte sich da eine Partei neu gründen und dann haben Antifa-Leute die Partei, also die Kneipe komplett demoliert, in der die Gründung stattfinden wollte. Also in der die Gründung stattfinden sollte. Das ist also da sieht man, wohin das geht. Es gibt also Leute, die werden so bedroht, dass sie zum Beispiel einer AfD keine Seele bereitstellen können, weil sie sagen, die machen mir hier den Laden kaputt. Hat das noch mit Demokratie zu tun? Ich muss ja nicht Freund der Von diesen AfD Anti. sein. Na, also bekanntermaßen sind wir das ja auch nicht. Also weder Dirk noch ich. Aber die wir halt Geschichten aus Wikihaus machen, haben wir schon so oft über die Rampe getragen. Aber es geht ja hier um das demokratische Zusammenleben. Also Demokratie heißt ja nicht, ich hau dir auf die Omme, wenn ich deine Meinung nicht mag, sondern es das heißt, wir reden auf Augenhöhe, auch wenn ich das überhaupt nicht unterstütze, was da kommt. Aber ich diskutiere wenigstens mit demjenigen. Ja, und das, was von der Antifa kommt, ist halt, die sind sofort mit dem Baseballschläger
Baseballschläger unterwegs. Wenn es nur der Baseballschläger wäre. Ja, meistens dann auch noch Autos anzünden und alles Mögliche. Also normalerweise sind solche Sachen schwerst strafbar. Also gerade Brandstiftung und solche Sachen. Aber das, bei der Antifa geht das anscheinend alles durch. Da ist auch irgendwie kaum ein Staatsanwalt, der sich dafür interessiert. Man könnte auf die Idee kommen, dass diese Antifa tatsächlich ein Regierungsoutlet ist. Oder man, sagen wir mal so, die Regierung lässt das so laufen, ne? Weil das in ihren Zielen entgegenkommt.